Also es gibt mehrere Möglichkeiten, hier an Bord des Schiffes zu kommen. Und die Anzahl der Leute, die hier rumbuseln, die scheint momentan überschaubar zu sein. Die beiden Spacken da hinten im Auto, die werden erstmal nichts peilen, wenn hier vorne was passiert. Nehme ich mal an. Da hinten war noch einer im LKW. Ansonsten laufen hier relativ wenig rum, Leute rum. Okay. Ja, wie gesagt, es gibt mehrere Varianten. Einmal könnte ich diesen Weg hier unten nehmen. Und dann darüber. Und zum Heck des Schiffs und dann hochkrabbeln. Oder eben da drüben die Seilrutsche nehmen. Das ist jetzt die Frage. Ich würde gern... Warte mal. Komme ich denn da an eigentlich, wenn ich die Seilrutsche nehme? Sehe ich momentan noch nicht so richtig. Ach, da an dem Pfeiler. Okay. Ja, wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Weißt du was? Ich mach das mal. Wenn ich denn jetzt nochmal zur Rutsche hochkomme. Das weiß ich jetzt aber nicht. Nee, komm ich nicht hoch. Mann. Das war doof. Warte mal. Aber jetzt. Spüre das Paket auf. Ja, von hier oben ist auch eine gute Sicht. Ich könnte natürlich versuchen, schon mal einen wegzusnipern. Was? Das wollte ich eigentlich nicht. Aber ich vermute mal, das Ding hat keine große Reichweite, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Was läuft da unten? Okay. Können wir nicht gefährlich werden, ein Glück. Ja, Mensch, ich plane noch. Ich plane noch, also nicht wundern. Ich würde sagen, ich rutsch mal rüber. Ich versuch's. Hui. Oh oh. Nein. Ich glaube, das war ein Fehler, oder? Na. Oha. Na, Hilfe. Okay, Madame ist auch drüben. Hier gibt's erstmal was zu looten. Ich kann hier nicht bleiben. Brücke vor. Oh. Hat einer was gemerkt? Nee. Nee, das sind die Autos da hinten, die da rumjuckeln. Was macht der da oben? Angeln? Okay. Jetzt nicht mehr. Okay. Momentan läuft's zu gut. Viel zu gut. Aber ich befürchte, dass wir den einen oder anderen hier bestimmt übersehen werden. Die Typen in den Autos, die haben anscheinend ihr Auto verlassen. Und hier gibt es da bestimmt noch irgendwo einen Alarmturm, sage ich mal. Das kann, glaube ich, nicht. Das läuft zu gut. Irgendwas ist doch hier faul. Das läuft zu gut. Da ist der LKW. Wahrscheinlich war das der Fahrer gerade. Komm mir. Komm ich nicht durch? Hallo? Nee, komm ich nicht. Das kommt mir merkwürdig vor. Sehr merkwürdig. Irgendwie erwarte ich im in
dem Moment, wo... Mikrofon verschoben, Entschuldigung. Ja, irgendwie erwarte ich in dem Moment, wo ich hier um die Ecke luke, Kontakt. Aber irgendwie scheint das hier... sehr merkwürdig. Ich glaube, ich gehe mal hinten rum. Rein werde ich noch gehen. Ich muss aber erstmal sehen, dass ich die beiden anderen Heinis da hinten eventuell noch schlafen lege. Kommt mir hier sehr merkwürdig vor. Viel zu ruhig hier. Aha, siehste. Was ist das für ein Geräusch? Okay, jetzt kommt wieder so ein Flugzeug. Okay, Kamine. Wo stehen die denn? Ein Deck weiter unten, oder? Ja. Kann doch nicht alles gewesen sein hier. Das die letzten beiden? Das kommt mir komisch vor hier. Und da müssen wir wahrscheinlich hin, nehme ich an. Jetzt mal rein hier. Die alte Brücke wahrscheinlich hier. Nehme ich mal stark an. Okay. Boah. Ja, ich bin dezent angespannt, in Anführungsstrichen. Ist natürlich jetzt nicht so die übliche Anspannung, aber ich bin vorsichtig. Muss ich gestehen. Vielleicht ein bisschen zu übervorsichtig, aber es ist... ja. Das muss, glaube ich. So, wir lesen. Logbuch des Captains. Hier spricht der Captain vom Kackdampfer. Der Kampf ging nur wenige Minuten und die Nagetiere sind vertrieben. Ein paar wurden richtig zertrampelt. Mit Stolz kann ich nun verkünden, dass dieses Schiff Highwayman-Territorium ist. Schluss mit der Wegelagerei. Schluss mit den Herumgestreune. Das hier gehört uns und das wird auch so bleiben. Wir werden die Gegend befestigen, Brücken bauen und Seilrutschen runter zur Küste. Und das zu guter Letzt. Verstärker, Boxen, Anlage und DJ-Pult im Fahrstuhlschacht. Jetzt geht die Party richtig ab. Tja. Okay. Sehe ich nicht so. Aber gut. Schuh. Plündern. Da ist voll. Und hier ist was zu lesen. Lagerschränke. Wenn Danny jetzt noch eine Tür an diesen Käfig ranschweißt, können wir hier unsere Vorräte lagern. Wer was Nützliches findet, tut es bitte in den Tresor nebenan. Genau, den ich gerade geplündert habe. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen das erstmal auf den Weg zu den Heinis da unten, aber erst rutsch ich rüber, denn... ja, hier ist noch was zu lesen. Schöner Wohnen. Endlich ist die gesamte Ausrüstung aufgeladen. Zwischendurch dachte ich echt, wir würden einfach für immer umherziehen. Aber dieses Schiff, Mann, wir haben ein tolles neues Zuhause gefunden. Ich kann es gar nicht abwarten, das schön einzurichten. Naja, hat sich nicht bewahrheitet. Ja, hier ist noch was. Okay. Nee, hier ist alles weg. Muss man aufpassen auf die anderen beiden da unten. Nicht, dass die unerwarteterweise an Deck kommen. Und uns zur Gefahr werden. Aber ich glaube, momentan sieht es nicht danach aus. Geh mal rüber. Das
mir gerade einfällt. Da hinten ist ja diese nette Startrampe. Ich muss woanders hin. Und hier steht ein Auto. Startrampe und Auto. Könnte man mal probieren. Ein bisschen Scheiße bauen. Ja, vielleicht ganz zum Schluss. Mal gucken. Nee, da möchte ich glaube ich nicht runter. Und irgendwie, ich habe immer noch das Gefühl, als wenn das nicht die einzigen da unten sind, aber wir kommen hier unten runter. Alles klar. Jetzt könnte es doch mal spannend werden. Da steht einer. Kamina, machst du das mal? Ich versuche mich an sie ranzuschleichen. Mach das. Wir haben nie eine Chance. Sehr gut. Da ist noch einer. Okay. Was passiert? Nee, mach ich doch gar nicht. Huch! Du musst dir den Kram schnappen und verschwinden. Die Highwaymen werden dir alles entgegenwerfen, was sie haben. Hä? Keine Mumpel mehr? Scheiße. Echt jetzt? Warum? Fuck it. Okay. Nein, nein. Eieiei. Eieiei. Okay. Ei, verdammte Scheiße. Ich hätte es anders machen sollen. Ja auch. Mein Fasse. Eieiei. So ein Mist aber auch. Sind ich in der MG irgendwo? Ah, Kamina ist platt. Nee, ist er nicht. Aber... Scheiße, ich hab's kommen sehen. Ich glaube, ich... Mann! Wow, 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 ich muss an das Paket ran. Sonst wird das nichts mehr hier. Muss ich das Ding zerhauen oder was? Das ist doch hier, oder? Warte mal. Du machst nur Ressourcen frei, ha? Nimm das mal. Ach, das ist da unten! Oh, ich vollhonk. Nimm. Gut gemacht, Sissa. Ich schick dir die Koordinaten des Abholpunkts. Mach das. Okay. Okay, Südosten ist die andere Richtung. Na, wunderbar. Irgendwas stimmt mit dem Paket nicht. Ich schicke Verstärkung. Ich gehe zu einer besseren Stelle.
Muss auf jeden Fall auf die andere Seite. Achtung, ich sehe einen von denen. Ah, shit. Lass die nicht entkommen! Alter, weg! Ja, ja. Uiuiui. Ui, ui. Also lass uns bloß von hier verschwinden. Okay. Hat er gesagt Südosten? Kamina, komm her hier. Das ist da hinten, okay. Okay. Ei. Na, Scheiße. Nein. Aua. Okay. Wow. Oh ja. Okay, und einmal weg. Und rein. Alles klar, gehen wir. Juhu. Jetzt nicht weg. Na, das war ganz schön knapp. Du bist ein irrer Hund, weißt du das? Gut, dass du auf unserer Seite bist. Sniper, auch gar nicht gut. Wunderschön. Ah ja, sehr gut. Dann haben wir das ja einigermaßen. Das war ziemlich knapp, ne? Ah. Kann man sagen. Die Ficker haben wir erwischt. Oh, Steve Cove. Okay, zurück auf normal. Eins musst du über die Highwaymen wissen. Wenn sie verjagt wurden, kommen sie immer stärker wieder zurück. Ich hab's gesehen. Also, wenn du einen Ort nochmal ausrauben willst, können wir das machen. Aber sie werden alles tun, um es uns schwerer zu machen. Oder wir gehen zu einem neuen Ort. Check das. Die Highwaymen kontrollieren die einzige Brücke, die im Südwesten noch über die Canyons führt. Sie warten darauf, dass Leute die Brücke überqueren und dann BAM! Es gibt einen Hinterhalt und sie nehmen ihnen alles ab. In Quebec nennen wir das Verfouré. Richtige Kotzbrocken-Scheiße. Also, wirst du den Plan hören? Es gibt keinen verschissenen Plan, okay? Wir nehmen sie aus, wie sie andere ausnehmen, und das war's. Merci, bonsoir, Hosti. Also, sag an, zurück zu dem Kriegsschiff? Oder sollen du, ich und La Grosse Patate zu Navajo Bridge? Raquel, tu veux? Wir haben nicht sonderlich viel, aber... Ja, wenn dann zur Brücke, oder? Aber erst, eventuell zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Aber, ja. Gut. Dann würde ich sagen, momentan atmen wir mal durch. Und ich mache ein Päuschen. Und danach werden wir uns hier nochmal umschauen. Zwecks Aufrüstung dieser netten Gegend hier, dem netten Unterschlupf hier, Prosperity. Und dann, ja, singen wir vielleicht auch mal mit, weil, der Arme, der sitzt daher ganz alleine da und singt vor sich hin. Aber egal. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Wir gucken in die Sterne, hätte ich beinahe gesagt. Naja, zum einzigen Stern, der momentan sichtbar ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Far Cry New Dawn. Bis zum nächsten Mal. Ciao. My boss.